Juten Huhu und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge NHL 19 Franchise Mode mit den New York Islanders. Wir beginnen wieder mit dem AHL-Team, den Brisport Sound Tigers. Und es geht wieder gegen die Checkers. Und wieder simulieren wir. Quatsch. Aber wir können. So, diesmal geht es nicht zu Null aus. Nedeljkovic steht bei den Checkers. So, Gauthier und Zykov haben für Charlotte getroffen und Hosang für uns. Oh oh. Gut, da haben sie sich mal für die gestrige Niederlage gerecht. Aber wir sind trotzdem noch... Oh, das ist auch unschön. Einer meiner besten Spieler. So, aber wir sind trotzdem mit 4 Punkten Vorsprung. Tabellenführer. So, wir spielen jetzt mit den New York Islanders gegen New Jersey Devils. Also praktisch ein Vor-der-Haustür-Duell. Ligus Devils. Ui. Oh, da ist ja unser Schweizer Supertalent. So, Baileys on Ice. Kommt davon, ey Mann, das kotzt mich so an. Ach! Die Cage steht. Das war die große Chance, ey. Verdammte Axt.
Oh, was ein Fehler von Kincaid. Und Galchenyuk mit dem Tor. Aber nee, sagt Kolle mit dem Tor. Stimmt, die 28, die 20. Ja, Ligo, da musst du ihm noch mal die Leviten lesen. Das geht so nicht. Nee, die werden uns natürlich nicht beschweren. Der Poke-Check. Sowas kommt von sowas. Und von sowas erst. Ach. So, damit gehen wir mit einer 1-0-Führung mal wieder in die Drittelpause. Oh, 5 zu 2 Schüsse, okay. Das wird sich jetzt im nächsten Drittel ein bisschen ändern durch die Strafzeit. Aber wir geben uns große Mühe, das weiterhin niedrig zu halten, gegnerische Schüsse. Ja, da hat er ein bisschen was mit zu machen, Mr. Kincaid. Aha, Mist. Wie? Ach Mist. Das nenne ich mal relativ ungünstig. Angriff ist die beste Verteidigung. Nein! bei einer Zwei-Mann-Unterzahl durchschossen. Geil! Schade.
Boah, schade. Aber schön gespielt. Na komm, 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 komm. Und wieder stehen sie falsch rum. Mann! Guck dir das an, ey. Das gibt's zwar ja nicht. Das ist so zum Kotzen. Und dann passiert sowas, ey. Mann! Irgendwie anders geplant. Boah, geil gemacht! Schöner Rückhandschwinzer, sehr, sehr klasse. Ja, manchmal einfach halt probieren, ne? Zu 5 Schüsse. Damit. Ja, voilà. So, Robin Lehner macht bisher wieder ein hervorragendes Spiel.
Boah, schön gespielt, jawoll. Und Bailey's on Ice macht mal sein Tor. Sparky freut sich zurecht. Damit steht es 4 zu 0. Und wieder so ein eher leichtsinniger Pass. Oh oh. Sehr schön. Und los geht's. Also der Bouvillier gefällt mir überhaupt nicht diese Saison. Check, Gott sei Dank. Nicht so unerfolgreich.
das zweite 2:0 Spiel hintereinander für Robin Lehner. Sehr, sehr schön. Schüsse. Sehr, sehr klasse. Ach, deswegen war Kumar auf den Zwei rein. Ach, das ist doch zum... Aber dann nach Spisa als Verteidiger. Naja, egal. So, das nächste Spiel ist dann in Washington bei den Capitals. Und das sehen wir dann natürlich in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Hightower.